Tim, ich glaube, wir sind schon live auf Sendung. Dann, ja. Herzlich willkommen zu MOOC Lehren und Lernen mit digitalen Medien 1. Wir begrüßen Sie dazu heute aus unserem Küchenstudio und möchte Ihnen kurz vorstellen, welche Zutaten oder besser gesagt, welche Lektionen dieser MOOC enthält und wie Sie als angehende Lehrkräfte mit digitalen Medien arbeiten können. Genau, Lehre mit digitalen Medien ist für uns nämlich irgendwie wie Kochen. Gerade AnfängerInnen brauchen ein gutes Rezept, also ein Konzept und gute Planung. Gewisse Fertigkeiten, also Kompetenzen, können erlernt und auch geübt werden. Das Wichtigste ist dabei immer, die eigene Zielgruppe zu kennen und das Rezept an sie anzupassen. Dabei bringen die gleichen Zutaten, also Komponenten, oft unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt daher nicht das eine Erfolgsrezept, sondern viele Rezepte, die zum Lernerfolg führen können. Apropos Rezept, was ist denn jetzt eigentlich das Grundrezept eines MOOCs, Martin? Ja, ein MOOC ist ein sogenannter Massive Open Online Course. Das Ziel ist es, Bildung möglichst vielen Personen kostenlos und frei zugänglich zu machen. Massive steht dabei für viele TeilnehmerInnen. Das Open bedeutet, dass diese Inhalte tatsächlich frei und kostenlos als freie Bildungsressource bereitgestellt werden. Und offene Lizenzierung heißt, dass die Inhalte nicht nur frei konsumierbar sind, sondern auch von anderen frei verwendet und bearbeitet werden können. Zum Beispiel in der Schule oder in einem Unternehmen. Das zweite O in MOOC steht für online. Das bedeutet, dass die Inhalte im Internet verfügbar sind. Und in unserem Fall einerseits auf der Plattform imoocs.at, und das ist eine MOOC-Plattform, und eben auch auf YouTube. Und das C letztendlich steht für Course. Das bedeutet, die Inhalte werden nicht einzeln, sondern in Form eines ganzen Kurses angeboten, die thematisch natürlich aufeinander abgestimmt sind. Genau. Man könnte also sagen, ein MOOC ist wie ein großer Kochtopf, in den alle Zutaten gegeben und miteinander vermischt werden. In unserem Fall haben wir folgende 6 Zutaten bereits in den Topf gegeben und eine Zeit lang köcheln lassen. Medieninformatik, Mediendidaktik, Computational Thinking, rechtliche Grundlagen beim Einsatz von digitalen Medien, Inhalte zur Mediennutzung und Inhalte zur Wirkung von digitalen Medien im Unterricht. Die genauen Mengenangaben finden Sie dann in den einzelnen Lektionen, die Ihnen in diesem Kurs wöchentlich freigeschaltet werden. Wir haben uns bewusst gegen eine thematische Trennung dieser Themen in einzelne Lektionen oder Module entschieden, weil wir Ihnen klar machen möchten, dass diese Themen auch im echten Leben miteinander vermischt sind. Der Aufbau jeder Lektion ist jedoch immer gleich. Na, zu Beginn gibt es die Lernvideos, die einen kurzen Überblick oder auch Input liefern. Und dazu gibt es dann Zusatzmaterialien in Form von Texten. Mit der weiterführenden Literatur kann man sich in das eine oder andere Thema, je nach Interesse, noch weiter vertiefen. Und am Ende gibt es kurze Selbstlernkontrollen in Form von Quizzes. Ja, ich würde sagen, das riecht ja jetzt wirklich schon gut, Martin. Vielleicht geben wir aber noch eine Prise Humor hinzu. Denn Lernen mit digitalen Medien soll und kann ja schließlich auch Spaß machen, oder? Ja, und ein paar Esslöffel Flexibilität. Ja, denn Lernende können jederzeit und von überall auf die Inhalte zugreifen. Egal, ob sie zu Hause oder vor dem Computer sitzen oder unterwegs sind. Und wenn Sie einmal nicht weiter wissen, gibt es die Möglichkeit, Fragen in den eingerichteten Foren zu stellen und sich so in der Online-Lern-Community auszutauschen. Egal, ob Sie diesen MOOC also aus Eigeninteresse, als reinen Online-Kurs oder im Rahmen Ihres Lehramtsstudiums mit Präsenzphasen im Entwicklungsverbund Südost absolvieren, Sie werden merken, wir möchten digitale Kompetenzen möglichst realitätsnah vermitteln. Deshalb haben wir auch viele verschiedene Gastköche von unseren Partnerinstitutionen im Entwicklungsverbund zur Mitwirkung an diesem MOOC eingeladen. Dazu gehören die Universität Graz, die TU Graz, die PH Steiermark, die PPH Augustinum, die PH Burgenland, die PH Kärnten und die Universität Klagenfurt. Und wir hoffen natürlich, es wird Ihnen schmecken. Genau. Und viel Spaß beim Nachkochen. Nachmachen.